Die Aufgabe der sozialistischen Landwirtschaft bis 1975 besteht darin, die Bevölkerung noch besser mit Nahrungsmitteln und die Industrie mit Rohstoffen zu versorgen. Die Entwicklung einer intensiven Landwirtschaft ist eine wesentliche Seite der planmäßigen, proportionalen Entwicklung der Volkswirtschaft der DDR. So heißt es in der Direktive des 8. Parteitages der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Der Park von Markleeberg an der Peripherie der Messestadt Leipzig. In jedem Jahr findet hier mit Beteiligung der sozialistischen Länder die Landwirtschaftsausstellung der DDR statt. Man nennt sie eine Universität im Grünen, weil ihre Besucher kommen, um etwas zu sehen. Sie kommen vor allem, um zu lernen, denn hier erfahren sie stets das Neueste, vom Einsatz der Maschinen bis zu den Methoden der demokratischen Leitung einer genossenschaftlichen Landwirtschaft. Allein eine halbe Million Bäuerinnen und Bauern aus der DDR kamen in diesem heißen Sommer. In 90 Hallen und Pavillons, auf 240 Hektar Ausstellungsfläche, studieren sie, wie man die Aufgaben am besten lösen kann, die der 8. Parteitag der SED gestellt hat. Sie studieren im Gespräch, in der Diskussion, im Austausch von Erfahrungen. Eine halbe Million Besucher und mehr. Da verbreiten sich die Methoden der Besten schnell im ganzen Land. Es fällt auf, wie viele junge Menschen man in Markleeberg sieht. Der Sozialismus hat den Landarbeiter der Vergangenheit abgeschafft. Agrartechniker und Ökonomen, Facharbeiter, Ingenieure, Chemiker sind die neuen Berufe für jedes Dorf. Interessante Berufe, Berufe mit Zukunft, in denen sich Tausende von Jugendlichen bewähren. Die Agrar steht der ganzen Welt offen. Es gibt hier keine Geheimnisse. Und die Erfahrungen der sozialistischen Länder sind für die Bauern der DDR wichtig und wertvoll. Unter den vielen hohen Gästen der Agrar, Dr. Shalil Ramzi, Landwirtschaftsminister der Syrischen Arabischen Republik. Markleeberg sah in diesem Jahr Besucher aus 53 Ländern. Im Vorführring präsentieren sich Musterexemplare der Tierzucht. Schafe mit einer Schur von 4,5 bis 7,5 Kilo Wolle. Rinder mit durchschnittlicher Milchleistung um 5000 Kilo. Solche Zuchtergebnisse allgemein zu erreichen, das ist das Ziel. Die Bauern informieren sich an Ort und Stelle. Intensive, industriemäßig produzierende Landwirtschaft bedeutet technisierte Landwirtschaft. Die sozialistische Industrie liefert der sozialistischen Landwirtschaft Maschinen, die nicht nur an Produktivität, sondern auch mit ihrem Bedienungskomfort hohen Ansprüchen genügen.
Vor allem die Bäuerinnen der DDR haben in den letzten Jahren gelernt, mit der modernen Technik umzugehen. Im Lernen und durch ihre Arbeit haben sie die Gleichberechtigung verwirklicht und für gleiche Qualität ihrer Arbeit erhalten sie gleichen Lohn. Ihr Leben ist leichter und schöner geworden. Sie haben sich zu geachteten Persönlichkeiten entwickelt. Am elektronisch gesteuerten Simulator können sich die Bäuerinnen davon überzeugen, dass das Lenken eines Mähdreschers nichts mit starken Muskeln zu tun hat. Es ist eine technische Aufgabe, erlernbar für jeden. Margot Mürstedt, staatlich geprüfter Landwirt, arbeitet im Südwesten der DDR im Kreis Eisenach an leitender Stelle in einer Kooperationsgemeinschaft. Das heißt, im Bereich mehrerer zusammenwirkender genossenschaftlicher und anderer sozialistischer Landwirtschaftsbetriebe. In der Halle der Bäuerinnen wird sie über ihre Erfahrungen berichten. Warum Kooperation? Zum Beispiel deshalb. Nur auf Getreideflächen von 2000 Hektar aufwärts können die großen Mähdrescher produktiv arbeiten. Und auch deshalb. Erzeugung, Weiterverarbeitung und Verkauf von Lebensmitteln sollen in einer rationellen Kette kontinuierlich ablaufen, um die Bevölkerung noch besser zu versorgen. Dafür wird jede Idee gebraucht. Tag für Tag werden an einem Vorführring Maschinen der sozialistischen Landwirtschaft vorgeführt. Die Entwicklung der Landwirtschaft ist eine Aufgabe der gesamten Volkswirtschaft. Die Industrie muss der Landwirtschaft moderne Produktionsmittel liefern. Die richtigen Maschinen zum richtigen Zeitpunkt. Hier sind sie. Aufeinander abgestimmte Maschinensysteme, das Fließband für den Acker. Sie zu entwickeln ist langwierig und teuer. Sie zu bauen wird volkswirtschaftlich effektiv erst bei großen Serien. Die DDR allein könnte diese Aufgabe nicht lösen. Sie wird gelöst durch Zusammenarbeit mit den anderen sozialistischen Ländern, besonders der Sowjetunion. Jeder entwickelt, konstruiert und baut einen Teil des Maschinensystems. So sinken die Kosten und die Produktionszahlen steigen. Der Erfahrungsaustausch, die Arbeitsteilung, die wirtschaftliche Integration stehen im Programm der sozialistischen Staatengemeinschaft ganz oben an. Überzeugende Ergebnisse sind hier zu besichtigen. Gerade bei den vielen ausländischen Besuchern ist das Interesse für eine solche Lösung groß. Denn es gibt Hinweise und Anregungen zur Bewältigung eigener Probleme. So ist sie, die AGRA, die Landwirtschaftsausstellung in der DDR in Leipzig-Markkleeberg. Was wir zeigen konnten, war nur ein kleiner Teil. Man sollte sich das am besten selbst ansehen. Jedes Jahr im Sommer öffnet die Universität im Grünen ihre Pforten.